auf der einen Seite habe ich so im Hinterkopf, so ganz heimlich, am liebsten keinem verraten, ganz, ganz große Ziele. Aber eigentlich lege ich mir die Latte erstmal relativ niedrig, damit ich auch nicht frustriert bin, weil wenn ich dann die Latte ganz da oben habe und komme da nicht hin, dann verliere ich ja irgendwann die Lust. Also ich war infiziert, angesteckt, der Virus ist übergesprungen. In den Kaufhäusern gab es so billige bunte Plastikbretter, da habe ich mir eins von gekauft. Abends mussten wir dann immer die Kugellager reinigen, das war eine offene Kugellager. Schönen Aschenbecher drunter stellen, die Kugelchen reinfallen lassen, sauber machen, mit Graphit einräumen, dann wieder vorsichtig die Kugeln in die Schalen, alles zusammenschrauben und so konnte man dann am nächsten Tag wieder fahren. Ich hatte ja keine Anleitung, ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Ich habe nur gemerkt, wenn ich Gegenwind habe, dann geht das einfacher. Also habe ich immer schön die Wetterkarte geguckt und wenn Oststurm angekündigt war, dann bin ich schnell an den Osthang. Wahnsinnige war ja, ich saß noch auf so einer ganz normalen Schaukel, nicht angeschnallt. Ich habe mir dann später aus einem Autosicherheitsgurt, habe ich mir so ein Gurt gebaut. Ich bin ein Mensch, der eigentlich ein richtiger Angstschisser ist. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich selber kennt, seine Leistungsfähigkeit kennt und damit auch weiß, wo seine eigenen persönlichen Grenzen sind. Die kann man natürlich nur kennenlernen, wenn man auch den Mut hat, an seine eigenen Grenzen zu gehen. Aber man muss halt immer so ein Stückchen unter der Grenze bleiben, um ein bisschen länger leben zu können. Just put skateboarding on the map in Germany. It's always been a good skate scene in Germany, even in the 80s. And thanks to you, you know, it flourished. And it wouldn't have happened without a guy like Titus that was behind it and had it as his passion and as his vision. I don't know if that would be a Hall of Fame of skateboarding, but he's a guy that belongs in it, that's for sure.